Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Adventskalender vorstellen, und zwar den aus dem Pelletier Verlag. Der befindet sich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen kleinen Blick hineinzuwerfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der Adventskalender, den Danny tatsächlich auch selber geschrieben hat. Das sind 24 Briefumschläge, die dazu bei einem zu Hause ankommen. Und jedes Jahr aufs Neue bestelle ich mir den auch tatsächlich. Es ist richtig schön liebevoll hier eingepackt und du siehst hier die verschiedenen Zahlen. Es ist auch dieses Jahr wirklich mit sehr hübschen Briefumschlägen, ne? Muss man wirklich sagen. Wir schauen uns gleich die ersten beiden Kläppchen an, beziehungsweise die ersten beiden Briefumschläge. Und man bekommt das Ganze hier auch zusammen mit so einem kleinen niedlichen Säckchen geliefert, wo man eine Schnur drin hat, die ich glaube ziemlich genau 2 Meter lang ist. Und dann hat man hier 24, ich glaube plus 1, solche Holzklemmerchen, sodass man dann in der Adventszeit den Adventskalender schön aufhängen kann. Habe ich letztes Jahr gemacht, mache ich auch dieses Jahr wieder. Und vorletztes Jahr habe ich das auch gemacht, dass man halt jeden Tag einen weiteren Teil der Geschichte erleben kann. Und das finde ich total spannend, was Danny sich dieses Jahr überlegt hat. Er hat das ja, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gemacht, und man kann auch die Geschichten von den letzten Jahren sich nochmal in gebundener Form zum Beispiel kaufen. Da gibt es der Zimttölpel Weihnachten in Gefahr, das kennen wir ja, glaube ich, vom letzten Jahr, für 7,99 €, das ist super günstig, ne? Und hier haben wir auch so hübsche Illustrationen mit drin und so. Also wenn man Lust hat, sich einfach auch nochmal die Geschichten vom letzten Jahr anzuschauen und sich das nicht komplett als Adventskalender bestellen möchte, kann man sich das als Buch holen. Man kann sich aber natürlich auch die Adventskalender so bestellen, wenn man möchte. Und genau, also die gibt es halt auch noch, wenn man möchte. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was er sich dieses Jahr überlegt hat. Denn dieses Jahr geht es um den Zimttölpel, der gestohlene Winter. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich werde mir gleich die beiden ersten Briefchen schnappen und euch das Ganze einmal vorlesen. Und weil ich aktuell in meinem, oh mein Gott, wir haben 40.000 Leute hier erreicht, Mut bin, gibt es in diesem Video auch wieder was zu gewinnen. Und zwar 2 Adventskalender, jeweils an eine Person, ne? Dieses Mal gibt es zum einen den großen von My Little Box, den habe ich nochmal zugeschickt bekommen. Und ich habe mir noch einen zweiten von Miss Curly Wax bestellt. Also da habe ich euch zu beiden Adventskalendern auch schon die Unboxings gedreht. Die beiden gibt es in diesem Video zu gewinnen. Die Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch ein bisschen Werbung für den Pelletier Verlag mache, wobei das ganze Video ist Werbung für den Pelletier Verlag, schaue ich doch einfach mal, was Danny sich am 1. Dezember als Anfang der Geschichte überlegt hat. Das ist so hübsch gemacht auch wieder, ne? Wir haben ein wunderschönes Briefpapier mit diesen goldenen Tannenbaumkugeln und ja, das darf ich euch vorlesen. Der gestohlene Winter, 23 Tage bis Weihnachten. Tomte, der kleine Zimttölpel und fleißige Weihnachtself, starrte unruhig auf die antike Wanduhr in seiner gemütlichen Küche. Die Zeiger schlichen träge auf der gläsernen Ziffernplatte voran und schließlich schlug es Mitternacht. Der 1. Dezember war hereingebrochen, der magische Moment, an dem am Nordpol offiziell die Vorbereitungen für das große Fest begannen. Ein Schauer der Aufregung lief ihm über den Rücken, denn es war der Startschuss für die köstliche Backsaison, die ihm jedes Jahr so viel Freude bereitete. Die ganze Nacht über hatte Tomte unermüdlich in der warmen, duftenden Küche gestanden. Sein kleiner Ofen, ein altes, steinernes Ungetüm, das seit Generationen im Dienst der Weihnachtswerkstatt stand, war rotglühend vor lauter Arbeit. Dutzende Bleche voller Zimtkekse, Schokoplätzchen und anderen süßen Köstlichkeiten waren bereits herausgekommen. Tomte liebte es, für den Weihnachtsmann und seine Helfer die leckersten Naschereien zu zaubern, um ihnen in der stressigen Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten. Gerade als Tomte seine müden Augen für einen Moment schließen wollte, riss ihn plötzlich ein schrilles Läuten aus dem Halbschlaf. Der Wecker auf seinem Küchentisch vibrierte fröhlich und erinnerte ihn daran, dass das letzte Blech des Abends fertig war. Seine berühmten Wintergipfel, diese besonderen Kekse mit ihren spitz zulaufenden Teigspitzen, waren eine Erfindung, auf die er besonders stolz war. Eine geheime Kreation, die er nur einmal im Jahr zubereitete. Vorsichtig zog Tomte das Blech aus dem Ofen. Die Wintergipfel leuchteten golden im schwachen Licht der Küchenlampe und ihr süßer Duft erfüllte den Raum mit einem Hauch von Vanille und Zimt, vermischt mit einem geheimnisvollen, leicht frostigen Aroma. Doch der wichtigste Schritt stand noch bevor.
Tomte öffnete das knarzende Fenster, sodass die kalte Polarluft hereinwehte, und streckte seine kleine Hand erwartungsvoll nach draußen. Denn das Geheimnis einer Winterkipfel lag in der letzten Zutat: eine Prise frisch gefallener, zuckersüßer Schnee vom Nordpol. Jedes Jahr am 1. Dezember war der Schnee besonders magisch und verlieh den Keksen eine unvergleichliche Note. Aber zu Tomtes großer Überraschung und Entsetzen schwebte kein einziges Schneeflöckchen in der Luft. Der Himmel war klar, die Sterne funkelten hell und nicht das geringste Anzeichen von Schneefall war zu sehen. Tomtes Augen weiteten sich und ein unruhiges Gefühl kroch in sein Herz. Es war wie ein stilles Flüstern, dass dieser Dezember anders werden würde als alle zuvor. Kein Schnee am Nordpol. Das ist schon mal ein ziemlich interessanter Start, würde ich mal so sagen, oder? In die Geschichte, dass man da schon so ein bisschen reinkommt. Man kann jede der einzelnen Weihnachtsgeschichten, die Danny schreibt, auch tatsächlich unabhängig voneinander lesen. Also, ob man sich jetzt diesen Adventskalender kauft, ohne vorher die anderen gelesen zu haben, ist überhaupt kein Problem. Ich persönlich bin schon sehr, sehr gehypt und bin sehr froh, dass ich auch den zweiten Advent bzw. den zweiten Dezember euch vorlesen darf. Und hier haben wir den 2. Dezember und da gucke ich mal, oh, es ist auch tatsächlich eine Geschichte. Manchmal haben wir auch Rezepte drin oder wir haben hier auch Gedichte drin enthalten, aber es ist eine weitere Geschichte bzw. ein weiterer Teil der Geschichte. Der gestohlene Winter, 22 Tage bis Weihnachten. Tomte lehnte sich erschrocken weiter aus dem kleinen Fenster seiner Stube und starrte in die kühle, sternklare Nacht hinaus. Sein Herz schlug schneller, als er entdeckte, dass der Schnee, der noch vor ein paar Tagen den Nordpol in eine glitzernde Winterlandschaft verwandelt hatte, tatsächlich geschmolzen war. Wo einst mächtige Pulverschneeberge in der Dunkelheit funkelten, lagen jetzt nur noch große Pfützen, in denen sich das Mondlicht spiegelte. Tomte konnte seinen Augen kaum trauen. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Verzweifelt blickte Tomte durch seine kleine Küche auf der Suche nach Unterstützung. Sein Blick fiel auf seinen treuen Freund, den Lebkuchenmann, der gerade mit ernster Miene an der Arbeitsplatte stand. Sorgfältig und mit ruhigen Händen legte der Lebkuchenmann Marzipan in Form kleiner Brezeln. Er war Tomtes rechte Hand in der Backstube, ein unerschütterlicher Freund, der ihm stets zur Seite stand. »Lebkuchenmann«, rief Tomte besorgt, während er auf seinen Kumpel zuging. »Der Schnee, er ist weg. Das ist ein großes Unglück.« Der Lebkuchenmann schaute von seiner Arbeit auf und blinzelte mit seinen großen, zuckerglasierten Augen. Ein Ausdruck der Ratlosigkeit breitete sich auf seinem Gesicht aus, und auch er schien sich keinen Reim auf diese seltsame Situation machen zu können. Ohne eine Sekunde zu zögern, eilte Tomte durch die Küche, seine kleinen Füße hastig über den Boden tapsend, und zog ein altes, dickes Backbuch aus dem Regal. Es war in Leder gebunden und die Seiten waren vergilbt und fleckig, voller Notizen und Geheimrezepte aus längst vergangenen Zeiten. Mit zitternden Fingern blätterte Tomte durch die Seiten, in der Hoffnung, etwas über die fehlende Zutat oder einen Ersatz für den magischen Schnee zu finden. Doch das Buch schien ihm keine Antworten zu geben. Keine magische Formel, kein Geheimtrick, nichts, was ihm weiterhelfen konnte. Tomte wischte sich eine kleine Schweißperle von der Stirn und bemerkte, dass es ungewöhnlich warm in der Küche war. Viel wärmer, als es zu dieser Jahreszeit sein sollte. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Nervös und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch räumte der kleine Weihnachtself die fertigen Bleche mit Keksen in ein großes Regal und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Während er die Kekse ordnete, schweiften seine Gedanken in die Vergangenheit ab. Die letzten 2 Jahre hatten Tomte viel abverlangt. Vor 2 Jahren hatte er schon einmal fast den Verstand verloren, als er in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit nach der besten Zutat suchte, um die Weihnachtsbäckerei zu retten. Und im letzten Jahr, als der furchtbare Krampus versucht hatte, Weihnachten für immer zu ruinieren, war es Tomte gewesen, der tapfer gegen den bösen Geist gekämpft und das Fest gerettet hatte. Tomte seufzte tief. Er hatte geglaubt, die schwierigen Zeiten lägen hinter ihm, doch jetzt stand er wieder vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Ohne den magischen Nordpolschnee würden seine Wintergipfel nicht die gleiche zauberhafte Wirkung haben. Und wer wüsste, was das für Weihnachten bedeutete? Tomte wusste, dass er schnell handeln musste. Denn das Fest rückte näher und die Zeit war kostbarer denn je. Also echt süß geschrieben, ne? Also ich stehe total auf diese Weihnachtsgeschichten, nicht nur, weil ich ein Weihnachtsfan bin, sondern weil ich halt auch diese liebevolle Art, wie Danny diese Weihnachtsgeschichten rund um Tomte so schreibt, einfach sehr, sehr angenehm finde. Und das sind auch schöne Geschichten, beziehungsweise immer wieder auch so schöne Teilgeschichten, die ich dann Julius immer ganz gut vorlesen kann. Also das eignet sich halt auch ganz gut, um es den Kindern zum Beispiel zum Einschlafen vorzulesen.
aber halt auch für Erwachsene richtig gut geeignet. Also das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, ne? Genau, also ich habe selber, ne, so ein bisschen auch schon gearbeitet, in Anführungsstrichen, und habe auch schon 4 Bücher im Pelletier Verlag herausgebracht in den letzten Jahren. Das war einmal Sammy endlich ankommen. Das ist das Buch über Sammy und seine fiktive Vorgeschichte, bevor er halt über den Tierschutz zu uns gekommen ist. Dann Hallo Mr. Bauchi, mein Schwangerschaftstagebuch. Meine ganzen Bücher findet ihr natürlich auch im Pelletier Verlag. Vergangene Verse habe ich auch als Buch rausgebracht. Da sind ganz, ganz viele Gedichte von meinem jugendlichen Ich drin, das ich einfach mal zu Buch gebracht habe. Und ein Buch, wo man halt selber eine Geschichte für sich schreiben kann, beziehungsweise seine Gedanken aufschreiben kann, ist Meine Gedanken. Das ist so ein 5-Minuten-Tagebuch. Also da habt ihr halt auch jeden Tag einfach die Möglichkeit, Dinge einzutragen, die euch beschäftigen und so weiter, ne? Und genau, das wäre auch nochmal so eine kleine Eigenwerbung eingeschmissen, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ihr könnt nämlich jetzt, wenn ihr möchtet, den Adventskalender im Pelletier Verlag bestellen und ja, bekommt dort halt, wenn ihr möchtet, mit dem Code Claudi, den ihr in das Anmerkungsfeld reingibt, oder wenn ihr schreibt, dass ihr von Claudi kommt, ne, noch eine Autogrammkarte mit dazu. Schaut euch da auf jeden Fall um. Also da hat Danny super viel und super fleißig ganz, ganz viele Bücher geschrieben in verschiedenen Genres. Jetzt der Adventskalender ist natürlich auch nochmal so ein richtiges Highlight im Jahr. Mich hat jetzt schon die Geschichte eingenommen, dass ich auf jeden Fall Bock habe, weiterzulesen. Und ich finde die Idee einfach richtig cool, dass man jeden Tag einfach eine Seite lesen kann und so einfach immer mehr Richtung Weihnachten auch in diese Weihnachtsstimmung selber kommt, ne? Ich finde es cool, und wenn auch du das cool findest, dann schau in der Infobox vorbei, da ist alles verlinkt zu dem Pelletier Verlag, und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.